Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Auf geht's. Hoppala. So. Wir spielen heute mal wieder das und tun heute verpacktes Glas liefern. Links abbiegen, ich habe übrigens die Tastenbelegung mal ein bisschen geändert. Das heißt, ja, ist hier ein bisschen alles anders. Das, ich weiß noch nicht ganz so grob, wie alles wo ist jetzt, weil ich habe wirklich alles an den Tastenbelegungen geändert. Und ja. So, wir fahren jetzt erstmal zu dem Ort, wo wir praktisch das holen. Ich habe auch vergessen, dass ich hier blinken muss. Biege nach rechts ab. So. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Zack. Ich hole mir übrigens immer bald ein neues Lenkrad. Das Lenkrad wird dann ein Logitech-Lenkrad sein. Bitte fahr nicht in mir rein. Nicht in mir reinfahren. Und, ja. Ich fahre einfach jetzt mal über Rot. Das sieht nämlich keiner. So. Ich muss mal kurz was machen. Nämlich das hier, so. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Also ich hole mir auf jeden Fall bald ein neues Lenkrad. Und dies wird dann auch von Logitech sein. Ich werde da auch eine Kupplung mit bei kaufen. Das heißt, dass man dann auch mit einer Kupplung praktisch das macht. Und dieses Lenkrad wird auch fester sein, anstatt jetzt hier das, was ich habe. Und ja. Na, also nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich dann halt einfach ein neues Lenkrad habe. Kann ich mich demnächst links abbiegen. Ja. Biege nach links ab. Dieses Lenkrad, das ist auch so scheiße, ne? Die Vibration von dem Ding ist auch schon so kaputt, dass das einfach vibriert, wann es will. Und nicht dann vibriert, wann es eigentlich soll. Aber egal. So, wir sind jetzt hier bei den Stockers. So. Gut, dann die Eingabe. Ich habe auch, ihr habt es schon gesehen, die Eingabe ist jetzt einfach praktisch das, was ich mache. Gut, hier ist das. Okay, wir fahren los. So. Ah, hier ist das Duschstück. Muss ich das von so holen? Ich glaube schon, ne? Ah, ne, ich muss das von so holen. Boah, ich bin noch nie mit so einem verpacktes Glasding gefahren, ey. Ich hab absolut keine Ahnung, wie das aussieht. Ja, es wird übrigens noch ein bisschen dauern, bis ich das Lenkrad hab. Ich denke mal noch so 5 Monate ungefähr. Dann habe ich das auch. Hupala. Aber ihr werdet dann davon. Hupala. Ihr werdet dann davon auch erfahren. Losfahren. Na, also nicht, dass ihr euch dann wundert. Das erfahrt ihr dann noch. Beziehungsweise ihr seht es dann. Ihr seht es. Ihr hört wahrscheinlich dann auch vielleicht einen Unterschied vom Lenkrad her. Demnächst rechts abbiegen. Und auch von den Gängen, denn ich will damit dann auch die Gänge, die tatsächlich selber die ganze Zeit machen. Ich bin noch nicht so gut im Lenkrad im Gang schalten. Das heißt, könnte chaotisch werden, aber chaotisch ist mein zweiter Vorname, von daher denke ich, wird's klappen. Diese Dingens da, diese links abbiegen. Lagerhalle, sag ich schon. Diese Garage, die da grün leuchtet, die habe ich sogar noch gar nicht. Biege nach links. Guck mal, es wird sogar grün, wenn ich komme. Das ist doch geil. So. Hier dürfen wir 60 fahren. Mein LKW ist eh zu lahm, um schneller zu fahren. Von daher passt es. So, müssen wir geradeaus, ja. So. Links halten und dann links abbiegen. Ah, es wird rot. Aber was man nicht sieht, kann man auch nicht wissen. Ich habe meine Augen zu. Das heißt, ich kann fahren, denn ich habe nicht gesehen, dass die Ampel rot war.
oder ist. Vielleicht ist sie ja sogar auch grün, man weiß es ja nicht. Ja? Entweder war sie rot oder grün, das werde ich dann im Video sehen. Beziehungsweise wenn ich das Video schneide. Scheiße, jetzt habe ich Schaden von 3%. Macht aber nichts, weil ich muss jedes Mal tatsächlich dieses Hack-Dingen neu machen. Jedes Mal muss ich hier alles neu. Ja. Bitte links halten. Übrigens, ich esse nebenbei. Weil ich habe natürlich noch gar nichts gegessen. Ne? Ich komme gerade von der Arbeit. Von der Schule, meine ich. Und ja gut. Da habe ich noch nichts gegessen, von daher. Jetzt sehe ich hier einen Donut. Hat nämlich meine Mama mitgebracht, ja. Und da sagt man ja nicht nein, ne? Ich frage mich, warum LKW-Fahrer nur 80 fahren dürfen. Wahrscheinlich an der Last, ne? Wenn du zu schnell fährst. Dass das nicht ausbricht, aber. Ja, keine Ahnung. Scheint bei euch auch gerade die Sonne. Also aktuell wird das irgendwie geiler. Ah, ich darf generell nur mit dem Ding 80 fahren. Aha. Wenn ich jetzt nicht anmache, wie sieht das jetzt aus? Okay. Aber der Anhänger ist schon geil. So. Oh, ich hab 16.000 gemacht. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo ich diesen LKW, wo ich die hinbringen muss, ne? Ich weiß nur. Schaffe ich doch nie. Wenn ich anfahren, das wäre sehr nett. Was ist denn das hier gewesen gerade an da? Gibt es überall. Ja, wo gibt es eigentlich überall Grenzen? Also Richtung Niederlande gibt es glaube ich keine Grenze tatsächlich. Also bei uns nicht. Ich wohne ja relativ. Also ich wohne an der Grenze von der Niederlande. Das heißt, ich kann tatsächlich einfach zu Niederlande laufen. Ja, und Niederlande ist ja so westlich. Ist das so? Ich glaube, das ist westlich, oder? Ich glaube, im Westen ist so Niederlande, oder? Also die Niederlande ist ja komplett weit links, ne? Also dieser links. Das heißt, da müsste dann rein theoretisch auch, oder? Müsste dann rein theoretisch auch was sein. Warum fahren die denn hier alle nur so lahm, ey? Ich bin doch. Jetzt mal ehrlich. So lahm will ich hier auch nicht ankommen. Ehrlich hier. Ne, auf jeden Fall, ich glaube, das ist weiter. Also ist westlich an der Seite, ne? Und ich wohne auch tatsächlich westlich. Aus dem Westen. Aus dem Westen kommt. Ah, jetzt, also praktisch aus NRW, ne, also Nordrhein-Westfalen. Und da kommt ja der Name schon her. Nord und Westfalen. Das heißt, ich wohne tatsächlich im Westen. Nicht im Norden, sondern im Westen. Aber macht nichts. Ich ziehe irgendwann weg. Bitte rechts halten. Also ich ziehe tatsächlich dann weiter nach Norden, also nördlich ziehe ich dann. Oder halt tatsächlich Sachsen. Das kann auch sein. Die Polizei, die muss mir mal hier kurz Platz machen, weil ich habe hier schwere... Aua, oh.
Nichts passiert, Polizei. Fahren Sie ruhig weiter. Ich weiß gar nicht, wo man hier Warnblinker anmacht, tatsächlich. Echt keine Ahnung. Und jetzt bin ich wieder so lahm wie so eine Fliege. Ach, hier mache ich Warnblinker an. Schon wieder vergessen. Hier mache ich, glaube ich, Licht an. Nee. Hier mache ich Licht an. Hm. Moinsen. Ich kann leider nur gerade 70 fahren, beziehungsweise nur 65 jetzt. Tut mir sehr leid für euch, dass ihr mal langsamer fahren müsst. Oder überholen. Aber dieser LKW ist tatsächlich ein bisschen schwer. Also, ihr seht ihr es. Ich darf sogar nur 80 fahren und fahr aber trotzdem 100. Weil ich kann das. Die Polizei, die ist auch gerade schon links an mir vorbeigefahren. Aber krass, wie viele Polizei hier ist. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich bin. Kann ich das hier irgendwie sehen auf der Karte? Frankfurt am Main. Ich bin auch irgendwie in Frankfurt. Na gut. Also immer noch in Frankfurt bin ich. Bin noch nicht mal weg von dem hier. Also ich bin nicht auf. Ich bin nicht mehr in Frankfurt, sondern ich bin jetzt auf der Autobahn. Aber ihr wisst, was ich meine, noch so in der Nähe davon. Ich war auch noch nie in Frankfurt, ne? Also ich muss mal wirklich so die ganze Städte einmal abklappern, bin ich später. Erwachsenblätter. Suche ich hier mal jede Stadt, ey. Ey, da ist noch ein Kollege von mir, seht ihr den? Den hupen wir jetzt gleich an. Ich habe übrigens auch die Tastenbelegung für die Hupe geändert. Und auch hierfür. Ich kann nämlich einfach hier so drauf drücken und dann geht die an. Und hier mache ich, glaube ich, weiß nicht was an. Auf jeden Fall kann ich hier auch noch irgendwas anschalten. Na, ich brauche den gar nicht überholen, weil der ist schneller. Ja, eigentlich darf er ja nur 80 fahren, ne? Ist das auch? Ist das auch das verpackte Gläser? Keine Ahnung. Wir gucken jetzt. So, der Kollege wird hier einmal überholt. So. Okay, jetzt fahren wir tatsächlich 120 mit dem Teil hier. Boah, ich freue mich schon, wenn ich das neue Lenkrad habe, ne? Also muss ich ehrlich sagen. Da habe ich Bock drauf. Weil das wird auf jeden Fall geiler sein. Weil du auch 900 Grad drehen kannst. Ne? Ich habe mich zwar jetzt an dieses gewöhnt, aber dieses kann nur 180. Das heißt, ich bin ab 180 Grad tatsächlich cool. Also ich kann jetzt nicht mehr so weiter drehen. Und realistischer ist es tatsächlich, wenn man bis 900 Grad drehen könnte. Ne? Und das wird dann auch bei dem so sein. Warum fahren denn hier alle rechts? Jetzt mal ehrlich. Moinsen. Ja, den wollen nicht anrufen, weil der kennt mich nicht. So, fahren wir hier mal rechts wieder rein. So. Kann sein, dass ich jetzt gleich bremsen muss, weil da so ein Kollege kommt von links. Deswegen überhole ich jetzt schon mal. Das heißt, fahre jetzt schon mal auf der hier. Elefantenrennen nennt man das ja auch. Ich glaube auch, die Lenkung ist tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, die Lenkung. Ja. Ist halt anders, ne? Was soll die sonst sein? Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Schaden 40%. Okay. Muss ja nicht, dass das direkt hier übertreibt. Egal, wir reparieren das einfach da, wo wir hinfahren. Ich weiß nämlich nicht, wo wir hinfahren, aber da repariere ich es einfach. Sind ja noch 164 Kilometer. Mann, Mann, Mann. Heute wieder eine XXL-Folge. Also, jeden Tag kam jetzt schon eine XXL-Folge. Chat. Tut mir wirklich leid. Also, ich habe aber auch echt... ich muss hier links fahren. So. Also ich habe echt keinen Bock, das wegzukarten. Und dann so da, dass das dann so ist, dass ich dann schon am Ziel bin. Weil ist ja auch irgendwie kacke, ne? Deswegen machen wir einfach eine XXL-Folge raus. Moin. Die Polizei, die kann ich auch mal anrufen hier. Die macht ja auch mal ihren Job. So. Interessant, dass mein Motor oder mein LKW gar nichts muckt. Der muckt ja gar nicht. Der macht ja nichts. Ich habe 40% Schaden, was ist mit dem? Ich sehe das auch über diese Kilometeranzeige da rechts im Navigationssystem, dass er so rot ist, wenn 3 Monate ist. Also wie geht das? Hä? Jetzt mal ehrlich. Wie geht diese Kacke hier? Aber egal. Wow. Bitte nicht. Ich hole mir übrigens auch bald ein neues Mikrofon. Das wird allerdings nach dem Lenkrad sein. Also ein neues Mikrofon wird auch gekauft, um einfach besser tatsächlich... Oh, jetzt hat er Probleme.
um besser tatsächlich Videos, also um den Sound einfach zu verbessern. Ja. Oder gib doch Gas. Junge, warum geht der denn weiter runter? Ey, diese Kacke. Ey, dieses Kackspiel. Also das muss ich sagen, ist tatsächlich scheiße, weil wenn der Motor ausspringt, dann geht der Gang nicht mehr. Also der nimmt den Speed nicht mit. Das ist ernsthaft einfach nur dumm gemacht. Aber kann man ja auch nichts dran ändern. So, jetzt fahren wir hier gleich wieder 80, oder? Mach ich mal kurz umleuchten an. Sind, glaube ich, an, ne? Ja. So. Ja, jetzt gibt er wieder Stoff. Na, jetzt ist er wieder so schnell wie so ein Auto. Seht ihr ja hier links. Rechts halten. So. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, ja, ich kann das auch hier so sagen. Nimm die Ausfahrt rechts. Egal. Auto, das Auto hier war. Das Auto war eh hässlich. Nein, jeder kann das Auto fahren, was er will. Ne? Also Elektroautos mag ich nicht so gerne. Also ich würde mir nie ein Elektroauto holen. Wenn es aber irgendwann mal so ist, dann ist es so. Ne? Dann hat man halt ein Elektroauto. Dann muss man halt damit klarkommen. Aber sonst würde ich das ernsthaft holen. Diese Lenkung, die ist so kacke geworden, seit ich die Einstellung geändert habe. Aber passt. Wie kann denn der immer noch so schnell sein, Junge? Jetzt lass mich immer rechts rein, Alter. So. Sehen wir jetzt mal da. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, da sind wir ja gleich. So, da ist auch eine Tankstelle und keine Werkstatt, die ich sehe. Oh, jetzt ist es wieder kaputt. Oh. Ah, zum Glück verliert er jetzt kein Speed. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch von der Autobahn runter, sehe ich gerade, ne? Ich glaube, das hier ist gar keine Autobahn mehr, sondern einfach nur eine Schnellstraße, oder? Oder ist das zwei. Also wenn das jetzt zwei Straßen. Also wenn das so zweier. Ne, das sind, glaube ich. Ne, das ist, glaube ich, noch eine Autobahn, oder? Ja, ist eine Autobahn. Ja, ja, die fahren hier alle noch links und rechts, okay. Einkommen. Steve hat mir Geld gegeben. Danke. Und ist sogar noch aufgestiegen im Level. Geil. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, ja, ich weiß, wo ich schon hin muss. Och Mann, warum ist da jetzt schon wieder ein Auto? Jetzt mal ehrlich. Ausfahrt rechts. Junge, kann der auch mal schneller fahren? Na, weg mit dir. Komm auf zu blinken jetzt. So. Wir sind viel zu schnell für dieses Beschleunigungsding. Wobei, so schnell waren wir gerade gar nicht. Na doch, jetzt nähern wir uns sogar die Autofahrer. Das heißt, wir fahren eindeutig zu schnell. Also wenn ihr einen LKW-Fahrer seht, der euch über... Wenn ihr einen LKW-Fahrer sucht, seht, der zu schnell fährt, wisst ihr warum. Mann, jetzt muss ich da wieder. Oh. Route neu berechnen. Ja, ja, halt die Fresse, so ein blödes Navigationssystem. Das ist echt ein Kack-Navigationssystem. Warum dauert das denn immer so lange? Oh. Jetzt dauert es wieder eine halbe Ewigkeit, um das zu laden. Dann trinke ich jetzt was. Nee, Spiel, ich mache jetzt nichts. Okay, lass uns eine neue Route finden. Nein, ich will keine neue Route. Ja gut, an meinem LKW ist tatsächlich alles kaputt. 177 wieder. Alles reparieren. Oh. Jetzt wechsel das, Mann. So. So, mein LKW ist jetzt wie neu. Jetzt kann ich wieder fahren.
Nice. Jetzt wissen wir sogar schon. Ja, wir sind jetzt sogar schon da. Mercedes-Händler, Bruder. Dass die Anzeigen aber auch immer da sind. Das ist doch voll kacke. Man sieht doch sonst nichts. Biege nach links ab. Kommt da was? Ich sehe es nicht. So. Boah, diese Vibrationsscheiße ist jetzt schon wieder kaputt. Bitte links halten. Ja, ja. Oh, jetzt gib doch mal Gummi. Ich habe jetzt hier nicht den ganzen Tag Zeit. Nee, ich fahre jetzt 60 in der 50er-Zone. 10 km/h zu schnell ist nicht schlimm. Oder was sind das jetzt hier schon wieder für Straßen? Also ganz ehrlich. Wer hat diese Stadt gebaut? Wer hat diese Stadt gemacht, Junge? Kann man ja Rennen fahren sogar. Oh, ich fahre jetzt einfach auf die Gegenfahrbahn. Ist mir egal. So, überholen wir den hier mal, den Kollegen. Immer geradeaus. Ja, ja, ich weiß schon, wo es lang geht. Polizei, mach mal Platz jetzt. Mach mal Platz jetzt hier. So. Biege nach rechts ab. Gut. Hier können wir jetzt reinbiegen. Und als LKW kommt man hier sogar nicht rum. Wie schön. Junge, es sind noch 6 km. Wo will ich denn jetzt hier hinfahren? Wir sind doch schon in der Stadt Stuttgart. Ah, das ist übrigens das Reiseziel gewesen. Also wir sind nach Stuttgart gefahren anscheinend. Ah, muss ich hier drauf bleiben? Ja, wo soll ich jetzt hin? Geradeaus, ne? Ja. Das Navi hat mir nichts gesagt. Was ist, wenn ich jetzt falsch gefahren wäre? Ich glaube, jetzt wäre ich meinen Führerschein los, wenn ich 50 da drin war. Hä? Ich kann aber einfach geradeaus weiterfahren. Ja, sehr viel gebracht. Ja, fahr in mich rein. Ja, sorry. Selber schuld, wenn man in mir reinfährt. So, oh, diese Lenkung, die ist ja maximal behindert. Biege nach rechts ab. 14 müssen wir jetzt. Ich glaube, ich sollte bremsen, weil sonst komme ich hier nicht weiter. So. Zack, dann auf die rechte Spur. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Ich sehe doch, wo ich abbiegen muss. Brauche mir das Navigationssystem das auch nicht mehr sagen. Und dann rechts abbiegen. Ampel, wenn du rot wirst, ist mir egal. Biege nach rechts ab. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. So. Das war eine schöne Fahrt. Junge, ich bin noch gar nicht angekommen. Was weh zu Spiel. Biege nach rechts ab. Moin, Feuerwehr. Hä, ich komme ja hier gar nicht rein. Muss ich jetzt hier links rein oder was? Ich fahre jetzt hier einfach rein. So. Kurz in der Runde gedreht. So. Leute, wir sind angekommen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.